Und willkommen zurück zu meiner dritten Aufnahme aus der vierten Session von unserem Crusader Kings Spiel. Ja, wir sind noch immer im Jahr 874. Also eigentlich sind wir jetzt im Jahr 874, vorher waren wir noch im Jahr 873. Schauen wir mal, was weiter passiert. Hier im Osten schaue ich mir gerade da den Krieg von Bukhara an gegen den Emir Vasil of Vasili oder so irgendwie. Na, ja, und wir werden jetzt auch wieder anpausen, damit wir den Krieg live anschauen. Ja, ja, schauen wir uns den Krieg live an. Da geht's ab. Oder auch nicht. Das ist eigentlich gar nichts, was uns interessieren könnte, weil das sind einfach zwei fremde Staaten, die miteinander Krieg führen. Bukhara gegen Tamim. Und wie geht's deinem Krieg im Norden? Eh gut, ja, schaut eh gut aus. Also das Al-Haitami-Sultanat wird von allen Seiten angegriffen. Ja. Ja. Das kommt davon, wenn man unabhängig ist, sage ich dazu. Ja. Zu wenige Freunde. Gut, dass wir unter dem großen Kalifen sind, der uns immer beschützen wird. Ja, der große Kalif. Das Schwammerl. Wer ist eigentlich gerade Regent? Ich würde schätzen, dass sich der nicht geändert hat. Ja, er ist noch immer der... Ja, der Bürgermeister Hilal von Hilal of Hit. Ja. Der ist im Übrigen auch kein Hit. Das Einzige, was er gut kann, ist, er ist ein guter, ein guter Intrigenschmied. Passiere. Was ist jetzt passiert? Your council has grown increasingly concerned at the fact that Gulnas still has provided you no children, despite the two of you being healthy and able. At first you waved away their concerns, but perhaps they are right. So, jetzt kann ich entweder I will ask my court imam to investigate. Das heißt, du könntest den Pfarrer fragen quasi. Ja, aber der wird dann in den biologischen oder in den medizinischen Bereich, in den gynäkologischen Bereich offenbar vordringen. Oder if that is Allah's will, then so it shall it be. Dann verliere ich 20 Prestige. Nein, ich lasse meinen Court Imam da mal nachforschen. Der soll mal nachschauen. Vielleicht macht er eine Teufelsaustreibung. Ja, ich werde hoffentlich bald Rückmeldungen bekommen. Ich denke, das ist blöd. Aber auch ich bin sehr besorgt. Ulna ist mein Zweitweib. Warum die über meine Erstfrau nicht besorgt sind, die ebenso fruchtbar ist. Ja, vielleicht hast du von der schon zwei Kinder. Nein. Ich lese vor. After so many days of tests upon poor Gulna, Therhard came to you this morning to say there is nothing wrong with her, or with you for that matter. He gives you a potion to invigorate your loins and says it will simply take time. Let's hope the potion works. Meine Fertility erhöht sich um 10% und deine Health auch für eine Weile. Nicht schlecht. Eigentlich ein gutes Ereignis. Ich bin jetzt invigorated. Ja, es ist... Ich will Kinder haben. Tja, wer will das nicht? Es war 54, aber ich bin invigorated. Ich habe einen Esculap-Stab. Führt eigentlich jeder in unserem Dings... In unserem Reich führt eigentlich jeder Krieg, oder? Nur mein Emir nicht. Was war jetzt? Bei dir ist jemand gestorben. Du hast etwas geerbt. Ach verdammt, ich habe etwas zu schnell weggeklickt. Gott. Okay, ich lese vor. Scheich Mohammed al-Afshin of Hafar has inherited Mosque of Waqiza from Wali Jamasp of Waqiza. Dieser Wali ist verstorben und hat nur Töchter. Und ich nehme an, du warst sein Lehnsherr. Die Mosque von Waqiza liegt in Qadisiyah. Die ist jetzt dein. Ich habe eine Moschee. Ich habe eine Moschee geerbt. Verdammt, jetzt muss ich meinen Sohn irgendwie wohin bringen. Ich glaube aber.
jetzt muss ich was herschenken, weil jetzt habe ich 5 Sachen und die Moschee ist echt gut. Die will ich mir schon direkt behalten. Also um einiges besser als der restliche Dreck, den ich da habe. Also Du nichts kannst sie gegen nicht meine. behalten, weil du scheinbar als Tribal-Leader eine Moschee nicht haben darfst, wenn ich das richtig sehe. Oder nur mit großem Mali. Deswegen wrong type of holding in Domain. Ich habe mich eh schon gewundert. Muss ich dir alles erklären? Ja, du musst mir alles erklären. Weißt du, wie oft ich das Spiel gespielt habe? Ich kenne mich genau. Das ist eine der schönsten Sachen für mich an diesem Spiel. Man hat keine Ahnung, was eigentlich passiert ist, wie das wirklich erleben. Mal Andere abgesehen davon, Computerspiele. einen Araber habe ich Ja. überhaupt noch nie gespielt. Die sind ja noch einmal schwieriger. Nein, sind sie Deswegen nicht, spiele ich aber. das jetzt auch gerade so gerne, weil wir im Wesentlichen keine Ahnung haben, was wir tun. Alle beide. Aber wem gebe ich die Moschee dann? Wenn ich es meinem Sohn gebe, ist das blöd. Weil wenn ich es meinem Sohn gebe, dann ist er nicht mehr an meinem Court. Und zwar deswegen, Ja, weil. genau, das Problem habe ich mit meinem Sohn. Obwohl, naja. Ach so, dein Sohn ist nicht mehr an deinem Court und du bist Ja. trotzdem sein. Ja. Sein. Weil er in einer Moschee ist, die mir, in meinem Gebiet ist. Aber ich kann ihn nicht verheiraten, oder das ist absurd. Ich kann ihn nur verloben mit Leuten, die direkt an meinem Court sind. Ich kann ihn nicht mit anderen Leuten verloben, die irgendwo anders sind, weil er eben selber nicht an meinem Court ist. Und Okay, das warte habe ich mal, nicht dann so werde ich recht mal bedacht. schauen, ob ich meinen Sohn verloben kann. Dann werde ich jetzt einmal zunächst einmal meinen Sohn verloben und dann stecke ich ihn ins Kloster. Also in die Moschee, um genau zu sein. Warte mal, wie alt ist der jetzt? 9. Das heißt, ich suche eine Frau, die circa gleich alt ist. Also um die 9. Verdammt, es gibt 16-Jährige und 6-Jährige. 16-Jährige sind aber schon sehr alt. Da gibt es zum Beispiel jemanden, der hat da ein Schwert, ein durchgestrichenes und eine Krone. Kerman. Ich will ihn natürlich mit jemandem verheiraten, der gute Partie ist. Die ist außerdem Parsin. Und die kommt aus Tamim. Gewinnt Tamim diesen Krieg da im Osten? Weißt du das? Nein. Gewinnt Tamim oder Bukhara? Ah, ich glaube nicht. Nein, nein, die Frau ist gestorben. Also, das Mädchen. Gestorben ist sie nicht, aber. Was ist mit der hier? Eine Radha. Sibi? Wieso würde mir das. Mit wem würde das einen Non-Aggression-Pakt geben? Nein, uninteressant. Warte mal, und die nächste, also es gibt 6-Jährige und dann die nächstältere ist 16? Das ist irritierend. Nein. Nein. Was ist mit dir? Wo ist das? Oh, da hinten, bei dem Wahnsinnigen in der Nähe. Bei dem wahnsinnigen König. Sultan. Ach wie. Sohnemann, du machst es mir nicht leicht. Ich stelle generell einen großen Mangel an heiratswilligen Frauen fest in meiner Umgebung. Ja, nicht nur in deiner Region, überall. Ich glaube, das ist aber am Anfang des Spiels immer so, wenn ich mich recht erinnere. Die Frauen müssen erst geboren werden, die Männer sind schon da. Naja, ich glaube, das Spiel hat schon einen Haufen Frauen am Anfang auch schon, aber. Ja, aber die sind alle verheiratet. Oder man lädt welche an den Hof ein, aber das ist teuer. Kutal, wo ist Kutal? Es wäre irgendwie schön, wenn ich das schneller hinkriegen würde, herauszufinden, wo die einzelnen Gebiete sind. Na, das will ich auf keinen Fall. Wo ist denn das? Das ist ja in Wenn wir das noch ein paar Afghanistan. Jahre spielen, werden wir uns irgendwann nochmal auskennen.
Na, nein, Kutal hätte ich so oder so nicht gefunden, egal wie lange ich das spiele. Ach wie. Aber die 16-Jährige ist mir einfach zu alt. Die wäre nicht einmal so schlecht, oder? Naja, oh ja, die wäre schon schlecht. Na gut, immerhin die wäre Parsin. Und sie ist schon envious. Die ist toll. Die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Was kann die? Attractive. Mit Sex bereits? Du bist wieder übrigens dabei, einfach alles. Du musst dich ein bisschen umgewöhnen, wenn du Ja, jetzt zur ich Zeit. weiß, ich weiß, ich weiß. Es tut mir leid, Herrschaften. Ich suche mir gerade eine Tochter für meinen Sohn, eine Frau für meinen Sohn. Das Problem ist, es gibt gar nicht so viele brauchbare. Mein Sohn hat ein Gesicht bekommen. Er ist 14. Wie, was hast du gesagt? Darf man Genius nicht heiraten nach House Rules? Ja. Ach, das ist schade. Und auch Da wäre Quick eine darfst du Maschrik Frau heiraten. Mädel, ein Ja, Maschrik ja. Mädel. Das Genius wäre, die ist sicher nicht schlecht. Ja, Oh, natürlich ist Quick das. ist auch gut. Aber Quick heiraten wir auch nicht. Nicht? Wieso nicht? Nein, weil es fast, weil es auch dasselbe ist, nur nicht ganz so toll wie Genius. Ja, es bringt nur Es ist plus auch 3 statt plus vererblich. 5. Man züchtet sich eine Familie von Genies heran, das ist ein bisschen blöd. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Toll geht aber schon, oder? Ja. Es sind noch ein paar Toll oder Strong oder so gibt es noch, die auch ganz gut sind. Kannst machen, die sind nicht so. Aber Genies ist so mächtig, so stark. Ich glaube, das ist bis 5 auf alle. Was Kuder Afschau auf Kandak? Wo ist das? Ach, das ist auch da hinten. Kein Mensch will sein eine Schwiegertochter aus Samani. Das ist hinter Persien. Das ist irgendwo im tiefsten Kaukasus. Also meine beiden Söhne sind wirklich in einem Wettlauf, wer die höhere Diplomatie haben wird. Okay, was kann die? Powerful Voice. Ah, wir sind ja passiert, deswegen passiert nichts. Ja, weil ich noch immer denke. Ah, okay. Mach Das mal. ist nicht Dann so schaue ich mir noch ein paar einfach. Kriege an inzwischen. Ja, schau du dir Kriege an in der Zwischenzeit, während ich eine Tochter für eine Frau für meinen Sohn suche. Ah, Emir Al-Ali gewinnt seinen Krieg gegen Puh, das wäre in der Nähe. Aber das ist Sultanheit ein Dings, das ist deutlich. ein einfaches Königreich und ich fürchte, das wird irgendwann mal von dem wahnsinnigen Sultan erledigt. So nah wie das an dem Sultan dran liegt. Naja, wer weiß, vielleicht stirbt er ja vorher. Ich glaube, die werde ich nehmen. Nehmen. Das ist wie im Supermarkt, was? Ja, schon. Schon. Ein bisschen schon. So, warte mal, ich muss sie nur noch mal finden. Viel zu viele. Ah, ich hätte sie vorher markieren sollen. Das war die mit der Powerful Voice. Die nehmen wir, wenn es irgendwie geht. Ah, was ist hin? Wo ist es hin? Ach Gott. Na Idiot. gut, ich werde mal auch ein paar Frauen an meinen Hof holen, und zwar die Gratis-Varianten. Die Gratis-Varianten, indem du Ja. deine Leute verheiratest Ja, am ich suche Hof. einfach jetzt nach Frauen, die ledig sind. So. Gut, ich habe eine Frau für meinen Sohn gefunden, die nicht Ha, schlecht ist, da gibt's eine glaube ich. lustvolle Karasane, die könnte ich versuchen zu heiraten. Könntest du versuchen zu heiraten? Ja, das wäre
nicht so geil. Die bin ich für mich selber. Ich will eine dritte Frau, das erhöht die Chance. Suchst du noch? Weil Dass ich sonst suche Töchter ich vielleicht kriege. für mich auch noch eine Kurtisanin. Wobei Kurtisaninnen, ich kann meine Kurtisanin nicht so suchen. Ah, Concubine heißt das bei mir. Was? Was kann ich machen? Ich kann Embrace the Mutasila School oder der Asharish School machen. Was kann das? Partner? Kennst du das? Wie bitte noch einmal? Ich Ah, verheirate gerade wild alle meine Leute am Hof mit okay. all den Frauen, die ich nur finden kann. Sprich. Ich könnte meinem Typen sagen, dass er den Mutasila School oder der Ashari School beitreten kann. Was kann das? Nein, ich habe überhaupt keinen Plan. Aber wenn du mit dem Mauscursor drüber fährst, dann wird er wohl Information Nein, stellen. das sagt mir gar nichts. Ich krieg den Trade Mutasilite, aber er sagt mir nicht, was der Trade Mutasilite bringt. Oder Ashari. Ich bilde mir ein, es ist mir schon mal untergekommen, aber ich kann mich echt Emphasizes nicht mehr erinnern. Tradition, Revelation and Occasionalism. This will increase your piety, but members of the opposing Mutasiya school will disapprove. Ah. Warte mal. Was ist denn der Leash? Hat der vielleicht irgendwas Spezielles dahingehend? Honest, arbitrary, stubborn, calm voice, detached priest. Was? Was? Der will das Scheichtum of Hafer von mir zurückhaben, mein Leech? Sag mal, spinnt Ein der? Plot oder was? Hat er einen Plot gegen dich? Na, ich weiß nicht, das ist, wenn man ihn anklickt, links oben, über seinem Dings, quasi über seiner Ambition, Na, das gibt's sehe da ich ein nicht. Dings, das nennt sich Ja, ich. Revoke the Scheichtum of Hafer. Ist Ja. das ein Plot? Könnte Ja, das das ein ist ein Plot Plot. Ja, sein? das ist ein Plot. Den sehe ich nur nicht. Man sieht Plots nur von. Ja, wirklich? Kann man was dagegen tun? Ja, du kannst ihn auffordern, den Plot fallen zu lassen, aber das ist bei Intrig. Hast du Ja, ich unten bin My gerade Plots, dort. Don't Plots. Wenn du Don't Plots anklickst, ist er Ja, dabei. das wird aber nicht machen, weil er immerhin wie sagt man, mein Chef ist. Ich könnte allerdings Plot to Kill Lehnt. machen. Ja, du könntest es machen, aber ich würde es nicht empfehlen, wenn ich Nicht? denke, dass es hier wäre. War ich hätte damals mit meinem Dings, aber das war ja noch sein Vater. Sein Vater war ja ein interessanter und kluger Mann. Iftat, genau. Aber er? Mohammed, Gescheiter was Emir. bist du? Nein, der Tahir auf Al-Kufa. Er hat noch nicht einmal irgendwelche Kinder. Der soll mal Kinder produzieren, bevor er anfängt, irgendwelchen Leuten reinzuhauen. A Waiting Gap? Grrr. Wer ist denn sein Erbe momentan? Momentan. Der. Du willst nicht, dass er jetzt stirbt, übrigens. Du willst nicht wissen, was dann passiert. Emir Mohammed of Tahiri. Wer ist das? Bring ihn nicht um. Ich sagte, bring ihn nicht um. Ich schwör's dir. Wer ist das? Der Er Emir. gehört dem Al-Safar-Reich. Anders sind die. Das Perserreich, wenn ich das richtig sehe. Ah, das heißt, ich würde dann persisch werden, oder wie? Ja, genau. Das ganze Das Emirat gesamte Gebiet dort würde würde das persisch dann werden? abgegliedert werden, Na, würde es das wirklich werden, oder würde er einfach nur das Gebiet kriegen und es würde im Abbasidenreich bleiben? ne? Nein, nein,
Man kann, glaube ich, nicht in zwei politisch unabhängigen Ländern Gebiete haben. Wenn man Gebiete dazu gewinnt, kommen die dann, glaube ich, an. Ah, obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es eigentlich. Dass die Gebiete dann ins andere Reich übergehen, mit Kriegsgrund und Ansprüchen und allem Möglichen. Das ist mir jetzt immer noch passiert. Ja, gehen wir wieder aus der Pause raus. Ich warte, bis mein Sohn. Ich gehe aus der Pause raus. Ich warte, bis mein Sohn die Hochzeitsglocken läuten hört. Ich möchte auch mein drittes Weib haben, Und dann gebe ich ihn sollte ins Kürze Kloster. ankommen. Jawohl, ich habe geheiratet. Das ist schön für dich. Und Aber du mein. kommst schon nicht mit zwei Frauen klar. Wie willst du es mit drei Frauen schaffen? Ach, es liegt an den beiden Frauen ganz sicher, mit einer dritten Frau wird alles gut. Okay, gut. Mein Sohn ist betrothed. Sehr gut. Das heißt, ich kann ihn quasi hier. Nein. Mist, ich muss meinen Sohn anklicken. Grand Landed Title. Ist das Grand Landed Title oder was ist das? Ja. Obwohl es eine Moschee ist. Naja. Ja. Und Send. Ausgezeichnet. Betrothed ist er auch. Mit irgendeiner netten Dame. Jetzt sind wir quasi. Hey! Woher habe ich das ganze Geld plötzlich? Wieso habe ich plötzlich 166 Goldstücke? Das ist eine berechtigte Frage. Was habe ich gemacht, damit ich so viel Geld? Ah, vielleicht wie ich die Moschee geerbt habe. Das kann sein, dass der so reich war und ich den ganzen Reichtum gekriegt habe. Boah, das ist ja die volle Sauerei. Das ist ja supi. Das ist gut. Das heißt, ich kann dann hier ja auch Sachen ausbauen. Aber fuck, nein, in Hafer will ich dann aber nichts ausbauen, wenn ich da möglicherweise Krieg um das führen muss. Stichwort Krieg. Der Krieg gegen unsere nördlichen Nachbarn läuft auf einer Einbahnschiene. Die werden sowas von zerlegt von allen. Okay, ich habe gerade irgendein Ereignis. If you want to improve your skill at diplomacy, you need to become a confident public speaker. Ich drücke auf Pause. Swing the hearts and minds of men will simply words, with simple words is not an easy thing. But you have started practicing in front of a mirror. Na super. Things can only improve. You talking to me? Okay. Ja, also wenn du willst, kannst du weitermachen. nein, ich muss noch 7 Sekunden warten, Ach sagt er. so. Ach so, ich dachte, derjenige, der die Pause Ah, drückt, kann trotzdem nein, du schon hast eh früher. recht. Ja, ich Nur glaube ich schon. hätte nicht früher können. Ja. Sehr gut, ich rede mit mir selbst am Spiegel, na supi. Wie heißt der Charakter von Robert De Niro im Taxi Driver? Travis Bickle? Du fragst mich Dinge, die ich nicht wissen kann. Okay, hätte sein können. Bist du irre? Sultan Musahim the Fat has created the cap. The title Emirate of Al-Wahad. Ich weiß nicht. Was der da alles Der macht? macht mich Dings, der macht mich nervös da drüben. Der führt quasi Kriege im Sekundentakt, aber die Gegner, die er da hat, sind alle irgendwie Naja, lauter was unser Lulus. Kalif lasch ist, das ist der hier nicht. Ja. Ich bin froh, dass er weit weg von mir ist. Ja. Es ist eine Wüste zwischen mir und ihm. Und ein Und paar einer kleine Halbinsel. unabhängige, und ein paar kleine unabhängige. Du meinst die Negev? Ja, unter anderem.
Nicht nur die, auch die Partie Yad-Ash-Sham-Wüste. Ah ja. Und natürlich die Es ganzen ist im Emirate. Wesentlichen, diese Wüste hat ungefähr den Umriss, den heute Jordanien hat. Ja, du hast vollkommen recht, das ist circa Jordanien. Genial. Ach weh. Oh, die war schon mal verheiratet, deswegen war sie verfügbar. Ja, sowas kommt vor. Ich war mit einem Emir verheiratet und jetzt ist sie mit meinem Courtier verheiratet, der nichts ist sonst und nichts kann. Naja, vielleicht kriegen sie Kinder. Ja, siehst du, das könnte ich vielleicht auch machen. Weiter meine Leute verheiraten. Ich bin immer noch invigorated und es wird nichts. Traurig. Ja, mein Bruder ist bloß grantig auf mich. Da ist mir Wir noch sind auf eine. minus 49. Außerdem. Ja, also wenn du unvermutet stirbst, dann könnte es sein, dass er was damit zu tun hatte. Was ist mit dir? Warum bist du so grantig? Ah. Du bist ein Ding, du Wer bist bist ein du zum Geier? Zauberer. Ich weiß nicht, wer ich zum Geier bin. Ich bin Scheich Mohammed. Entschuldige. Aha. Dann holen wir uns doch gerade Das ist eine komische Sache. was. Das ist gerade eine. Okay. Es ist gerade eine Frau an meinen Hof gekommen, die verheiratet ist mit jemand, der irgendwo in Israel ist. Ja, sowas Und ich habe kommt vor. keine Ahnung, was die bei mir am Hof macht. Vielleicht Ich ist habe sie dir. blassesten Schimmer einer Ahnung. Okay. Außerdem. Ich lese vor ein Ereignis. A Faqih is an expert in fiqh, which is knowledge of legislative rulings pertaining to the actions of men as derived from their detailed evidences. I have been asked if I would like to study with some of the best fuqaha of Tabriz, so that I may one day become one of the greatest jurists of the Islamic world. Jetzt kann ich entweder sagen, this is an opportunity I don't dare say no to. In dem Fall würde ich mein Prestige erhöhen als Student des islamischen Rechts. Oder it sounds like an awful lot of work. No, thank you. Dann verliere ich Prestige. Nein, nein, ich studiere. Ich gehe studieren als 54-Jähriger. So, nachdem ich Poet bin und auch nach Mekka schon gehatscht bin, werde ich jetzt auch noch Jurist. Okay. Ja, ist okay. Ich habe mir dafür noch eine Konkubine zugelegt. Siehst, das ist wieder ein Unterschied. Den kann man scheinbar nicht mehr, wenn man einmal der Ikta angehört. Da hat man keine mehr Weißt du, so das mehr. ist, vielleicht liegt das daran, dass ich meinem Sohn damals das, weil ich habe vorhin ja auch zwei Frauen, also mein Vater, der Diftat, hat ja auch zwei Frauen haben können und hat dann aber seinem Sohn Haffa quasi geschenkt. Und Haffa ist eine Tribal Region. Oh, das kann wirklich sein, ja. Du hast vielleicht alles verpfuscht dadurch, ja? Mein Sohn ist in der Moschee. Ich hole ihn Was? da jetzt raus. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich drück mal kurz auf Pause. Ja, bei mir Bitte sind mach. auch ein paar Sachen passiert. I was inspecting the. Weil meine Lies vor. Tochter ist offensichtlich. Achso, meine Nichte. Was ist mit meiner Nichte? Erziehe ich die? I was inspecting the damage to the highest tower in Alpati. Ah, hey, das ist die Nichte, die ich zu dir verheiratet habe. Ich hoffe, ihr ist nicht zugestoßen. Nein, 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 nein. Ich könnte hier nur einige lustige Sachen geben. I was inspecting the damage to the highest tower in Alpatia when the head of Yasaman appeared outside,
the window 50 meters above ground. What should I do with this curious child? Curiosity has never killed anyone, könnte ich nehmen. Da hat sie eine 50% Chance auf Honest, eine 35% Chance auf Brave, eine 10% Chance auf Wounded und eine 5% Chance auf Maimed. Bist du irre? Moment! Teach her a lesson. Da hat sie eine 80%ige Chance. She will be maimed. Ist ja arg. Und eine 20% Chance, dass sie stirbt. Das nenne ich nein, keine Lesson. Nein, auf diesen Lesson sollte ich nicht. Und strictly forbid her to climb the tower. 50% Chance für Deceitful und 50% Chance für Craven. Was kann denn Craven? Minus 2 und minus 1. Naja, gut, das ist eigentlich wurscht, ob sie Marshall minus 2 kriegt. Deceitful. Wounded. Honest. Brave. Ja, 5% Chance auf Tod oder was? Maimed. Maimed. Ja, das und kann 10% auf Wounded. Ja, klar, das machen wir. Yeah, someone speaks the truth wherever possible. Sie hat Honest gekriegt. Schau, das ist wirklich. Das ist okay, drin. so ein Vibe will ich haben. Ja. So, warte mal, was ist noch irgendwas passiert? To the heroic Sheikh Mohammed Al-Afshin. Achso, nein, nur irgendein Junge hat mir einen Courtier geschickt für einen von meinen Courtiers. Der Courtier heißt Nard. Ich werde meinen Sohn jetzt aus der Moschee rausholen, also in dieses Lehen entziehen, weil sonst passiert mir am Ende Ähnliches wie dir. Das will ich nicht unbedingt. Du meinst, dass er dann... Ich glaube aber nicht, dass das... Es könnte schon sein. Ja, wer weiß, was anders bei der Moschee noch ist. Nein, ich leg's doch anders recht. Du hast mich überzeugt. Ich glaube, die Moschee selbst ist nicht das Problem, aber das Gebiet, in dem ich ihn geschickt habe, nach Haffa, das ist eine Tribal Region einfach. Oh, okay. Ja, das macht Sinn. Und er hat zwar jetzt seine Hauptstadt wieder nach Albatir versetzt, aber er selbst ist trotzdem Tribal geblieben. Möglicherweise wird sein Sohn, der jetzt ja auch in Kadesir, die auch eine Ikta-Region ist. Möglicherweise wird er dann wieder im Ikta sein. Ja. Ich hoffe es zumindest. Auf jeden Fall werde ich. Wisst ihr, kannst Überfälle machen? Ja, ich kann Überfälle machen jetzt. So, ich würde vorschlagen, wir werden noch bis 1. Jänner 8.75 heute spielen. Ja, gut, das passt. Das ist gut, weil es sind eh schon 30 Minuten vorbei. Ja, ich drücke mal auf Play. Drück auf Play. Also ich lasse meinen Sohn in der Moschee und wenn er dann ein Tribal-Leader wird, wenn er mir nachfolgt, dann werde ich dir die Schuld geben. Was ist jetzt los? An invitation has arrived from Prince Obayala of Khorasan, calling all members. Ah, mein Faction-Leader. This would also be the time to consider whether to call a vote. Let's just get on with the meeting. I will call for Sheikh to be removed as a leader. Nein, lassen wir ihn als Anführer. Ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Es ist so ein bisschen suggestiv, gell? Sheikh stands before the assembled faction members and proposes that Emir Tahir should surrender one of his titles and after much discussion it is decided that the Sheikhdom of Baghdad... Ah, verdammt, so viel passiert auf einmal. Oh, das klingt nämlich nach einem Konflikt mit einem Lehnsherrn. Ja, schon wieder. Er soll eines seiner beiden Scheichtümer hergeben. Nee, was heißt eines von seinen beiden? Er hat ja vier. Nein, Scheichtümer hat er... Nein, Scheichtümer Emirate. Entschuldige. Ja. Puh. Um ehrlich zu sein, ich würde schon ganz gern mit dem Krieg führen, weil der Idiot will mir was wegnehmen. Gegen seine Schau dir mal seine Stärke an. Er hat 2500. Ja, er ist stärker als wir. Vor allem ein Faction Leader ist eine ziemliche Nuss. Ich meine, ich habe zwar diese vier Regionen, aber eigentlich sind nur die zwei ersten Regionen interessant. Wieso habe ich da nur 158 Levies?
Das kann nicht sein. Ich habe nur 486 Levies in meinem Kann schon sein. Ja. Das ist ja lächerlich. Momentan ist zum Beispiel... Ah, das ist wahrscheinlich, weil du Wrong Holding hast oder so. Ja! Holder is of Wrong Holding Type, lese ich in Cardicia. Das gilt für all Partie genauso. Und das heißt, du hast da praktisch keine Truppen. Du bist momentan komplette Schwammerl. Oh Gott, das ist ein Vollkopf. Du kannst echt Gott, bieten, das dass du keinen Krieg führen musst. Aber in deinen Tribal we should not make this demand. Du kannst immerhin in deinen Tribal Holdings die Garnisonen voll ausnutzen. Ja, super. Das sind aber nur. Ja, aber sind mehr als das man sind 380 denken, Mann. Sind mehr als man denken würde. Scheik Obaidallas proposal to send the ultimatum has passed. Now comes the time to. Was? Ich sehe, wenn das Desaster kommt. Wir setzen fort heute in einer Woche und schauen, was passiert. Gehen wir weiter, nein, schauen wir, was nein, passiert. Nein, ich auf Play. Aber irgendwie ich bin ich jetzt auf Nein gedrückt. Okay, schaut gut aus. Schaut nicht so aus, als würde ich gerade einen Krieg führen, oder? Zumindest schreit es mich nicht an. Oh! Erneut bekomme ich die Nachricht, dass es an meinem epischen Gedicht nicht wirklich gut vorangeht. Na, aber ich arbeite weiter daran. In meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade das arabische Recht studiere. Hey, ich habe eine Tochter, schon wieder. Meine Tochter war geboren zu Sheikh Mohammed al-Afshin. Sie heißt Zorch. Zorch ist ein guter Bitte? Name. Zorch ist ein Spitzenname. Nein, Zorre, verdammt. Zorch wäre besser gewesen. Es ist das Kind einer Konkubine. Ja, mei. Kind ist Kind. Verheiraten kann man sie, das ist wichtig. So, wir haben den 2. Jänner. Jo, ich das hab heißt, was wir hören für heute auf, oder? Das ist ja, das würde ich auch vorschlagen. Also, ich bin gespannt, wie es mit deinem Tribal Holdings weitergeht. Ach, das ist ja schrecklich. Ich sehe amüsant. Finde ich überhaupt nicht. Ich sage auf jeden Fall mal meinen Hörern gute Nacht und rede dann mit dir weiter auf dem Twitch-Account, weil das ist für die wahrscheinlich eh wurscht. Tschüss ja. Euch. Nein,